Moin Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testpiloten. Mein Name ist Enrico und unser Reiseziel heute ist die App Swagbucks. Swagbucks hat nicht nur eine App, sondern auch eine Website. Wir konzentrieren uns aber heute diesen Teil auf die App und auf die Umfragen. In nächsten Teilen werde ich dann natürlich darauf eingehen, auf die Website direkt und was man alles noch so machen kann. Zum Beispiel, es gibt eine Cashback-Funktion und so weiter. Also schauen wir uns heute erstmal die Umfragen von Swagbucks an. Oh, schweres Wort. Und das seht ihr jetzt. Swagbucks bezahlte Umfragen. So, über die App. Wie verdient man diese Swagbucks-Punkte? Das ist ab Beantworten mit Umfragen. Erzähle etwas über dich, tägliche Abstimmung. Händlerbesuche in deiner Umgebung und Beantworten von Umfragen. Und die Gutscheine sind Amazon, PayPal, Douglas, Steam und andere im Wert von 5 bis 25 Euro. Heute gucken wir uns, wie gesagt, die App an. Und hier sieht man sofort die Umfragen. Hier sieht man, wie lange ungefähr die Umfrage dauert, die Nummer der Umfrage und wie viel man verdienen kann. Oben rechts die drei Punkte sieht man nochmal, kann man sortieren nach Beliebtheit, nach Zeit oder nach den Punkten. Also, wenn man jetzt zum Beispiel so viel wie möglich verdienen will, nimmt man diese Option und sieht man gleich, okay. 25 Minuten dauert die Umfrage, 125 SB-Punkte kann man verdienen. Wenn man natürlich nicht so viel Zeit hat, sagt man, okay, nimmt man die 3-Minuten-Umfrage, dann lädt das. Und dann kommt natürlich die Sache mit den Informationen. Wann sind Sie geboren? So, hier ist nochmal eine Information. So, um die Umfrage natürlich zu machen, bin ich damit einverstanden. So, hier steht natürlich komischerweise, dass da steht zwar am Anfang 3 Minuten Umfrage, jetzt soll das etwa 10 bis 15 Minuten in Anspruch nehmen. So, damit habe ich jetzt 25 Swagbuck-Punkte verdient. Super. Das ging ja relativ schnell. Also Gott sei Dank nicht die angegebenen 10 bis 15 Minuten. Gut, dann gucken wir mal hier oben links. Hier ist die Nummer. Hier sind die momentan 230 SB-Punkte. Dann kommt man nochmal zu den Umfragen. Dann hier über mich. Da kann man sich dann auch 2 Swagbuck-Punkte verdienen, indem man 10 Fragen beantwortet über sich selber. Dann gibt es hier nochmal Tagesumfragen. Stimme und verdiene 1 SB. Bist du schon einen Marathon gelaufen? Nein, werde aber an einem teilnehmen. Super, 1 SB-Punkt verdient. So, dann gibt es hier Prämien. Hier sieht man dann auch genau, wie viele Punkte man erreichen muss, mindestens, um zum Beispiel bei PayPal ein Guthaben von 5 Euro zu erhalten. Hier hat man PayPal, hier hat man Zalando, Zooplus-Gutscheine, Galeria Kaufhof, Movie Choice Gutschein, wenn man mal vorhat, ins Kino zu gehen, mal wieder. Blume 2000, Butlers Gift, Gravis, also ist schon eine ganze Menge dabei. So, dann steht hier nochmal, was Swagbucks schon bereits rausgegeben hat. Über 343 Millionen. Eine ganze Menge. Gehen wir mal weiter. Dann gibt es hier nochmal den Hilfebereich, falls man Fragen hat. Dann gibt es hier nochmal die Datenschutzerklärung, die AGBs und halt das Ganze, der ganze Krimskrams, Schreibkram etc. Gut, das war's heute mal zu dem Thema Umfragen bei der Swagbucks App.
Ja, also erstmal kurzes Fazit zu den Umfragen und zu der App an sich. Ich hatte, kann man sagen, von 10 Fragen wurden etwa 3 Fragen abgebrochen vorzeitig. Gut, dass es ein bisschen schade ist, aber nun mal so. Das kann bei jedem anderen auch sehr unterschiedlich sein. Bei mir ist es jedenfalls so, also eine Abbruchquote von etwa 30% ist, wie ich aber finde, vollkommen in Ordnung. So, momentanes Fazit ist positiv. Und wie sich denn Swagbucks weiterentwickelt und das Endfazit werdet ihr dann in den nächsten Video bzw. Videos, da ich am Ende dann nochmal eine Auszahlung tätige, um zu schauen, ob es denn auch wirklich funktioniert mit der Auszahlung und wie lange das vor allem dauert. Also, bis dahin, abonniert den Kanal. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, falls ihr Fragen habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.